Stefan Huber, Geschäftsführer bei der Skisport- und Veranstaltungs GmbH in Oberstdorf. Jetzt sind es noch wenige Tage bis zum Beginn des Skicross-Weltcups in Obermeißelstein. Wie ist denn der Stand der Vorbereitungen? Ja, der Stand der Vorbereitung ist sehr gut. Wir sind wirklich gut vorbereitet, haben in den letzten Tagen und Wochen sehr hart gearbeitet, zusammen mit unserem großen Helferteam, die hier wirklich alles geben. Grasgären ist ja eine besondere Situation oben auf dem Pass, ist nicht so ganz einfach und es wurde hart gearbeitet und wir sind eigentlich bereit. Die Wettervorhersagen sagen Schnee voraus für den Veranstaltungstage. Das ist für euch aber vermutlich kein riesiges Problem, denn Schnee ist ja nun mal die Grundlage für den Wintersport, oder? Ja, zum einen freuen wir uns natürlich, wenn es schneit, weil, wie Sie richtig sagen, ist Schnee die wichtige Grundlage überhaupt, um Wintersport durchführen zu können. Es bedeutet für uns aber natürlich mehr Arbeit. Darauf sind wir aber eingestellt und deshalb freuen wir uns auf schöne Wintersporttage. Warum sollen denn die Zuschauer aus Kempten, aus Memmingen, aus Kaufbeuern zum Skicross-Weltcup nach Grasgären kommen? Ja, weil Skicross einfach eine ganz besondere Sportart ist. Es gibt diese Möglichkeit, selten hier die weltbesten Athleten in der eigenen Heimat hier zu sehen. Skicross ist einfach spektakulär, es ist ein sehr kompaktes Format. 4 Athleten gleichzeitig auf der Piste, wirklich über eine Hindernispiste, wie man sie nur selten auch im gesamten Weltcup sieht, also über knapp 1 Kilometer lang, und das ist einfach spektakulär, sowas muss man sich anschauen und zwar live, weil wenn man das nicht gesehen hat, dann kann man einfach nicht nachvollziehen, was hier die Athleten leisten. Sie haben als Organisator viel Erfahrung in Oberstdorf mit den Weltcups. Erklären Sie uns vielleicht mal ganz kurz, wie ist die Zusammenarbeit mit den Beusterlangern, mit den Obermeißelsteinern hier vor Ort? Ja, also mit Obermeißelstein, die Zusammenarbeit ist einfach hervorragend. Es ist ja wieder ein Projekt, das ja nicht nur aus Obermeißelstein kommt, sondern eigentlich die ganze Region Allgäu mit einbindet, aber eben Schwerpunkt mit dem Skiclub Obermeißelstein, mit der Gemeinde Obermeißelstein, mit den Bergbahnen Grasgären, Riedberger Horn. Hier haben wir eine wirklich hervorragende Zusammenarbeit. Alle packen mit an, anders ist auch so eine Großsportveranstaltung nicht zu meistern. Es geht einfach nur, wenn alle mit an einem Strang ziehen, und dann kommt auch hoffentlich ein gutes Ergebnis raus, so wie man halt im Allgäu gewohnt ist, wenn man auf Großsportveranstaltungen geht. Ja, die Zuschauer sollen kommen. Wie sollen sie denn kommen? Ja, idealerweise natürlich immer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, das ist am einfachsten und am stressfreisten. Man kann also mit der Bahn bis nach Fischen fahren und dann auch mit dem Pendelbus, der ist kostenfrei, bis nach Grasgären durchfahren, aber stehen natürlich auch den Besuchern, die mit Autos kommen, Veranstaltungsparkplätze in Obermeißelstein zur Verfügung. Die sind entsprechend ausgeschildert, sind auch kostenfrei, und dann kann man ebenfalls mit dem kostenfreien Pendelbus bis nach Grasgären hoch ins Veranstaltungsgelände fahren. Okay, wir wünschen toi 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 für die Veranstaltung. Vielen Dank.